Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion Kann und soll die NPD verboten werden? Mein Name ist Michael Sonjenko, ich bin in der Heinrich-Böll-Stiftung unter anderem zuständig für die Projekte gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus. Heute Abend bin ich sehr froh, dass wir eine Kooperationsveranstaltung mit der Amadeo-Antonio-Stiftung und unserer sächsischen Landesstiftung der Weiterdenken e.V. haben zu diesem Thema. Wir hatten gerade schon ein Fachgespräch gehabt, haben diese Frage schon diskutiert. Ich hoffe, mindestens drei der Podiumsteilnehmer haben weitere Argumente bzw. ihre Argumente heute geschärft, was diese Frage angeht. Angesichts der rassistischen Vorfälle scheint es irgendwie ein Schritt oder ein Stück weit weg zu sein, diese Frage um NPD, NPD-Verbot. Gleichzeitig, denke ich mal, sind wir auch trotzdem im Zentrum dieser Debatte. Heute Abend wird diese Debatte moderiert von Sebastian Striegel. Er ist Mitglied des Landtags Sachsen-Anhalt und für Bündnis 90 Die Grünen und wird jetzt gleich einführen und auch die Vertreter des Podiums vorstellen. Eine Änderung: Sie haben in Ihrer Einladung gesehen, dass Annetta Kahane auf dem Podium sein sollte. Sie wird heute nicht da sein. Sie ist heute früh leider, musste krankheitsbedingt absagen. Deswegen sind wir sehr froh, dass Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen ihren Part einnehmen kann, weil diese Frage von Initiativen, von Seiten der Initiativen für uns einfach eine wichtige ist. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir auch so eine interessante Diskussion haben werden. Wir werden diese Diskussion aufzeichnen. Da hinten steht unsere Kamera. Wenn Sie nicht gefilmt werden wollen, dann bitte einfach nicht umdrehen, wenn Sie Fragen haben. All das werden wir nachher im Laufe des Gespräches klären können. Bitte schön, Sebastian. Herzlichen Dank, Michael Stonjenko, und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Sebastian Striegel. Michael Stonjenko hat mich schon vorgestellt aus Sachsen-Anhalt, und ich darf diese Podiumsdiskussion Kann und soll die NPD verboten werden hier heute Abend moderieren. Ich freue mich, dass zu meiner Linken, völlig ungewöhnliche Position, sonst im Landtag sitzen wir uns gegenüber, Holger Stahlknecht von der CDU sitzt, Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt, kommt ursprünglich aus Hannover, ist Jurist, hat unter anderem auch als Staatsanwalt und als Rechtsanwalt gearbeitet, seit 2002 im Landtag von Sachsen-Anhalt als Abgeordneter bis heute und seit 2011 Innenminister in Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen hier in Berlin, herzlich willkommen bei der Böll-Stiftung. Als Innenminister sitzt er der Arbeitsgruppe der Bundesländer zum NPD-Verbot vor oder saß ihr vor. Das Land Sachsen-Anhalt koordinierte ja gemeinsam mit dem Bund die Materialsammlung der Sicherheitsbehörden zum NPD-Verbot. Und insofern haben wir, glaube ich, auch einen sehr kompetenten Gesprächspartner hier heute. Zu seiner Linken weiterhin Dr. Horst Meyer aus Kassel. Er ist Jurist und Publizist. Sie waren Strafverteidiger, Herr Meyer, und arbeiten seit 1992 als freier Autor, vorrangig zum Thema Parteiverbote, zur Meinungsfreiheit, zur Versammlungsfreiheit. Und Horst Meyer ist Autor des Sammelbandes Verbot der NPD, ein deutsches Staatstheater in zwei Akten. Insofern im Thema auch mehr als gut drin. Und ich darf sagen, die beiden hier zu meiner Linken haben auch schon Erfahrung im Diskutieren miteinander. Wir saßen vor drei Wochen schon in Merseburg zusammen beim Merseburger Salon, und da ist das Thema auch schon sehr tief gründlich bearbeitet worden. Zu meiner Rechten Michael Nattke, Wirtschaftspädagoge, Politikwissenschaftler und Soziologe, hat an der TU Dresden studiert und ist seit 2009 Fachreferent im Kulturbüro Sachsen. Wir waren mal Kollegen. Seit 2015, also seit diesem Jahr auch beim Dachverband Mobile Beratung tätig, und ich bin sehr froh, dass er heute hier ist, um uns auch die Perspektive aus der Schnittstelle zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismusforschung und der Arbeit freier Träger vor Ort hier mit einzubringen, die natürlich auf die ganze Frage NPD-Verbot, Effekte für die neonazistische Szene und für Demokratie vor Ort nochmal eine eigene Perspektive auch mitbringen können. Michael Nattke, schön, dass Sie da sind. Wenn wir uns dem Thema NPD-Verbot nähern, dann ist das ja eine Debatte, die ist nicht neu, sondern die hat eine lange
Vorgeschichte. Sie hat eine Vorgeschichte unter anderem eines gescheiterten Parteiverbotsverfahrens aus dem Jahr 2001 beginnend. 2003 die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, das Verfahren der Sache nicht weiterzuführen, mangels Quellenfreiheit. Und wir haben seit 2011, seit der Selbstaufdeckung des NSU, eine neue Debatte zu einem zweiten NPD-Verbotsverfahren, die in der Folge auch zu einem Antrag des Bundesrates geführt hat. Die anderen beiden Verfassungsorgane haben sich ja daran nicht beteiligt und sind mitten im Prozess. Der Antrag liegt in Karlsruhe, er ist unterfüttert worden. Und ich würde gerne zum Beginn unserer heutigen Diskussion tatsächlich demjenigen das Wort geben, der diesen Antrag maßgeblich mitinitiiert hat, dessen politische Forderung es auch war, ihn auf den Weg zu bringen. Und insofern würde ich gerne zunächst Holger Stahlknecht zu den Beweggründen fragen in einem kurzen Impuls und zur Perspektive auf den derzeitigen Stand des Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht. Ja, herzlichen Dank, lieber Sebastian Striegel, meine Damen und Herren. Die NPD ist eine Partei, die in ihrem Gedankengut außerhalb unserer Verfassung steht, also außerhalb des Grundgesetzes. Das zeigt sich darin, dass sie bestimmte Gruppen von Menschen nicht akzeptiert und ausgrenzen will. Sie missachtet Religionsfreiheit. Sie missachtet in Teilen Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie missachtet Meinungsfreiheit. Und sie ist nach unseren Erfahrungen auch der anderen Bundesländern durchaus bereit, zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele sich Gewalt zu bedienen oder andere dazu anzustiften, die zwar nicht Mitglied der NPD sind, aber zumindest dazu anzustiften, mit Gewalt politische Ziele durchzusetzen. Das ist unsere Erkenntnis. Und diese Partei, die offensichtlich ein völlig anderes Staatssystem will, als wir es von unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung kennen, wird am Ende auch bei Landtagswahlen und wenn sie dann im Landtag vertreten sind, durch und mit Steuergeldern finanziert. Und ich ganz persönlich bin der Auffassung, dass eine Partei, die diesen Staat in ihrer Grundausformung verändern will und bestimmte Artikel unserer Verfassung missachtet, nicht noch durch Steuergelder bezahlt werden soll. Es gibt auch Bereiche, nicht unbedingt in Sachsen-Anhalt, aber in Mecklenburg-Vorpommern. Nun kann man die Frage stellen, wie es dazu kommen konnte. Das ist eine andere Frage, wo es sogenannte national befreite Zonen mittlerweile gibt, die von der NPD beherrscht und dominiert werden. Das ist ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist. Und ich sage auch mal deutlich, zu dem Zeitpunkt, als wir uns, und das war ja Anfang 2011, nochmals entschieden haben, ein NPD-Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen, übrigens mit 16-0 Entscheidung aller Innenminister und mit 16-0 Entscheidung, immer 16-0 heißt ja, 16-0 Entscheidung aller Ministerpräsidenten, war damals noch nicht ersichtlich, dass wir vor einer großen Herausforderung im Augenblick stehen, was Asyl angeht. Und ich kann aus Sachsen-Anhalt nur sagen, dass bei vielen Demonstrationen, wir lassen die AfD mal außen vor heute Abend, einer der Hauptinitiatoren ist von Schweigemärschen, von Demonstrationen vor Unterkünften, wo diese Menschen einfach diskreditiert werden, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie eine andere ethnische Herkunft haben und auch in Teilen, ich bin auf vielen Veranstaltungen gewesen, wo ich Bürgerversammlungen den Menschen nahebringen musste, dass wir dort Asylunterkünfte bauen, dort Äußerungen getätigt worden sind, auch von NPD-Mitgliedern, die mich sehr stark an eine Situation, die ich nur aus Erzählungen kenne und aus Büchern natürlich, von 1933 erinnert hat. Und insofern bin ich der Auffassung, dass eine solche Partei, die so agiert, verboten gehört, weil sie eine Gefahr darstellt. Wir werden nachher noch diskutieren, deshalb nehme ich das Argument nicht vorweg, über die Marginalität hinsichtlich der prozentualen Dinge. Aber man soll den Anfang wehren. Und anders als die Weimarer Republik sollten wir eine wehrhafte Demokratie sein. Zum Verfahrenstand ist es so, dass anders als in dem ersten Verfahren, wo das Verfahren ja in der Sache durch das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht beurteilt worden ist, sondern bereits in der Vorprüfung daran gescheitert ist, dass sogenannte V-Leute
in Leitungsfunktionen der NPD war, sodass man denen eine Staatsnähe zugesagt hat und unter diesen Voraussetzungen eine materiell-rechtliche Prüfung überhaupt nicht vorgenommen hat. Dass wir das diesmal haben anders gemacht. Wir haben frühzeitig alle Quellen und V-Leute, die in entscheidenden Funktionen in der NPD waren, abgeschaltet, wie das so schön heißt. Und alle Innenminister haben per Testat durch persönliche Unterschrift gegenüber dem Bundesverfassungsgericht in einem Schriftsatz, das dann der Prozessvorbevollmächtigte weitergereicht hat, mitgeteilt hat, dass es in ihrem Bundesland derzeit keinen V-Mann oder keine Quelle gibt, die in Leitungsfunktionen in der NPD tätig ist. Im Augenblick ist in dem Verfahren die Frage, die von der NPD natürlich, oder andersrum formuliert, die NPD bestreitet den Inhalt dieser Testate, indem sie sagt, wir nehmen nicht an und glauben nicht, dass diese Quellen abgeschaltet worden sind. Und darüber muss jetzt befunden werden, wie der weitere prozessuale Weg ist. Da sind verschiedene Verfahren vorgeschlagen worden. Das werden wir jetzt mal abwarten. Und das Bundesverfassungsgericht ist jetzt auch am Zuge, prozessleitende Entscheidungen zu treffen. Das sollte vielleicht soweit reichen. Herzlichen Dank für diesen ersten Einblick in das Verfahren und auch für die grundsätzliche Positionierung. Ich würde dann gerne an Dr. Horst Meyer übergeben, der eigentlich seit seiner akademischen Karriere immer wieder gegen Parteienverbote argumentiert hat, immer wieder betont hat, wie wichtig sozusagen das Aushalten auch solcher Parteien wie der NPD ist, und zu Ihrer Position auf das Verfahren gerne kommen. Ja, vielen Dank. Was die V-Leute betrifft und den Geheimdienst, so kann ich nur hoffen, Herr Stahlknecht, dass Sie Ihren Geheimdienst ordentlich im Griff haben. Ich will ja nichts unterstellen, aber ich meine, wir haben immer wieder erlebt, dass auch ein Minister nicht unbedingt genau weiß, was da in seinem Hause läuft. Und egal. Es wird eine Verhandlung vielleicht geben, das wissen wir nicht. Aber vom Gericht aus wird ja signalisiert von der Pressestelle, dass man anstrebt, bis Ende des Jahres Beschlüsse zu fassen. Und ein wichtiger Beschluss heißt natürlich, das Verfahren ist durchzuführen oder ist es nicht durchzuführen. Es muss nicht durchgeführt werden, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Der Antrag muss hinreichend begründet sein, das heißt, er muss eine gewisse Substanz haben, sonst dürfen Verfassungsrichter auch sagen, er ist zwar zulässig, weil der Bundesrat so einen Antrag stellen kann, aber es ist nichts Richtiges dran. Wir möchten da lieber unsere Arbeitszeit mit anderen Dingen verschwenden, aber das auch nur am Rande. Ich habe in der Tat das Vergnügen gehabt, mich zum Beispiel mit dem Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands zu beschäftigen. Wir haben zwei Präjudizien aus den 50er Jahren. Als ich das getan habe, Ende der 80er Jahre, war natürlich diese Debatte, Kampf gegen Rechts, überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Damals gab es allerdings, vielleicht darf ich das kurz erwähnen, solche Aufsätze, Richard Stöß, politische Vierteljahreszeitschrift, der hatte die Überschrift, sollen die Grünen verboten werden? Also das hört sich heute bizarr an in der damaligen Debatte, aber war das eben ein Punkt. Es gab diese bunte und noch nicht so gut etablierte und definierte Partei wie heute und da gab es sofort die reflexhafte Frage, Moment mal, müssen wir uns mit diesem bunten Völkchen irgendwie in den Parlamenten belästigen lassen? Also will sagen, wir hätten es heute leichter, stünde eine linke Verbotskandidatin zur Debatte. Wir hätten es nämlich dann deshalb leichter, weil wir uns skrupulöser fragen würden, was sind tragende Verbotsgründe? Und wir kommen zur demokratischen Frage, auch wenn es weh tut, Rechte können auch eine Opposition sein. Opposition ist neutral gefasst der Gegensatz zur Regierung, zu den Herrschenden sozusagen. Und die demokratische Frage lautet, und die jedes Parteiverbot wirft diese Frage auf, wie weit reicht die Parteienfreiheit, wie weit reicht die Freiheit der Opposition im demokratischen Verfassungsstaat. Und dazu gleich noch eine Anmerkung. Sie sagen, die NPD steht außerhalb der Verfassung. Das möchte ich wirklich strikt bestreiten. Sie steht im Rahmen dieser Verfassung. Ob sie verfassungswidrige Ziele hat, das wird sich noch zeigen. Aber es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, nur lupenreine Demokraten könnten an den demokratischen Spielregeln teilhaben. Die entscheidende Grenze ist der Rechtsbruch und die Gewalt. Und es ist nicht so, dass in einem demokratischen Diskurs nur Leute teilnehmen dürfen, die sozusagen re-educated sind. Und deshalb nochmal die entscheidende Frage, was kann, also andersrum gefragt, ein Verbot überhaupt rechtfertigen?
in einer Demokratie. Wir leben ja nicht in irgendeinem Polizeistaat. Und da ist zu fragen, reicht bloße Propaganda? Und Herr Steinknecht, Sie haben jetzt wieder sehr viel von den fiesen Zielen der NPD geredet, die zweifellos vorhanden sind. Aber reicht Propaganda? Reichen verfassungswidrige Ziele? Oder muss noch etwas hinzukommen? Verhalten der Anhänger, heißt es im Grundgesetz, sowas wie Rechtsbruch und Gewalt? Das, finde ich, ist die entscheidende Frage. Und so viel erstmal für die Einleitung. Vielen Dank. Herzlichen Dank an Dr. Horst Mayer. Ich will Michael Nattke an meiner Seite gerne fragen. Herr Nattke, Sie beraten zivilgesellschaftliche Akteure, das Kulturbüro Sachsen berät zivilgesellschaftliche Akteure in einem Bundesland, in dem die NPD über lange Jahre im Landtag saß und in der sie jedenfalls von Sachsen-Anhalt aus betrachtet, sie in einigen Regionen durchaus auch ein relevanter kommunaler Akteur war, in der sie in einigen Regionen tatsächlich sehr stark geworden ist. Was ist Ihre Perspektive und was ist vielleicht auch die Perspektive Ihrer Beratungsnehmerinnen und Beratungsnehmer? Wie nehmen die diese Debatte zum NPD-Verbot wahr? Und was ist da eine Haltung, die sich in Sachsen und in Ihrer Region entwickelt hat? Also erstmal möchte ich zustimmen, dass natürlich die NPD in ihrem Kern rassistisch ist und einer nationalsozialistischen Gesellschaftsform, also praktisch die anstrebt. Und ich möchte zustimmen dem Herrn Stahlknecht, dass eine Auseinandersetzung mit der NPD zwingend notwendig ist und die muss juristisch passieren, wenn Straftaten passieren, die muss politisch passieren, mit einer politischen Auseinandersetzung und auch Zivilgesellschaft, indem man praktisch eine Gesellschaft entwickelt und lebt, die frei ist von Rassismus und Ausgrenzung. Ich denke, die NPD ist im Moment noch die stärkste rechtsextreme Struktur im Bundesland Sachsen. Das ist ja in anderen Bundesländern nicht mehr so. Und die hat dort starke Strukturen, aber letztlich ist es so, dass man mit einem Verbot der NPD, das ist meine These, das, was man derzeit aus Sachsen hört an Schlagzeilen, damit nicht verändern würde. Also die Proteste, die rassistisch aufgeladenen Proteste gegen Asylsuchende, die rassistische Gewalt, die stattfindet, die wären trotzdem auch nach einem NPD-Verbot nach wie vor da. Neonazi-Strukturen sind eine lernende Organisation, so wie andere Organisationen auch. Und es ist so, dass in Sachsen ja schon eine ganze Reihe von Verboten stattgefunden haben und diejenigen, die von den Verboten betroffen waren, immer dann in neuen Organisationen wieder aufgetaucht sind und auch heute noch aktiv sind. Da gibt es Beispiele, die man sehr plastisch an einzelnen Biografien darstellen kann. Vielleicht 3 Sätze zu Thomas Sattelberg, der ist derzeit NPD-Kreisvorsitzender in der Sächsischen Schweiz. 1974 in Königstein geboren, seit Beginn der 90er Jahre in der Neonazi-Szene aktiv. Er war Mitglied der Wikingerjugend, die wurde 1994 verboten. Er hat 1995 die Skinheads Sächsische Schweiz, SSS, gegründet. Die wurden dann 2001 verboten. Er war mit seiner Band, in der er Sänger ist, im Blood and Anna-Netzwerk. Das ist auch verboten, die Band gibt es noch. Er ist heute eben NPD-Mann und sollte es ein Verbot der NPD geben, dann wird es die nächste Organisation geben, in der er tätig ist. Und der Unterschied nach den jeweiligen Verboten haben diese Organisationen, in denen er dann unterwegs ist und er als Person immer wieder dazugelernt, wie man sich so verhalten kann, dass man trotzdem seine Ideologie durchsetzen und hegemonial in einer Region auch präsentieren kann, aber praktisch weniger mit dem Staat in Konflikt kommt. Und vielleicht kommen wir im Laufe der Diskussion hier heute auch noch mal tiefgründiger zu den asylfeindlichen, rassistischen Protesten, die derzeit stattfinden und vielleicht zur Rolle der NPD, die da wichtig ist, aber die man auch sehr differenziert betrachten muss, glaube ich. Das kann ich zusagen, dass wir das Thema auf jeden Fall bearbeiten werden, weil es ist aktuell, es ist dran und ich glaube, es ist eines der zentralen Themen in der aktuellen Debatte auch über die Frage eines NPD-Verbots. Welche Effekte könnte das eigentlich haben? Vielleicht noch 2 Sätze, weil die Frage habe ich nicht beantwortet. Die Beratungsnehmer in Sachsen haben da sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Also es gibt Befürworter und Gegner des NPD-Verbots, also das ist alles vorhanden. Okay, herzlichen Dank.
Das Thema Quellenfreiheit ist schon angesprochen worden. Das war der Grund, warum das letzte NPD-Verfahren gescheitert ist oder beziehungsweise gar nicht erst inhaltlich zum Laufen kam. Sie haben schon darauf verwiesen, Herr Minister, dass es eine Situation jetzt gibt, in der die Innenminister testiert haben, dass entsprechende Quellen zumindest auf Leitungsebene abgeschaltet sind. Ich denke, wir werden es dabei belassen müssen zu sagen, wir müssen gucken, wie das Bundesverfassungsgericht das handhabt. Da schauen wir tatsächlich, glaube ich, alle miteinander aktuell in die Glaskugel. Ich kann das noch nicht gut vorhersagen, ob es den Versuch geben wird, da auch noch mal konkreter nachzufassen oder ob man sich mit einer solchen Testierung begnügen wird. Es gibt dafür bisher, glaube ich, keinen Präzedenzfall, oder Horst Mayer? Naja, Glaskugel, das ist im Prinzip richtig. Nur wir haben ja vom 19. März den sogenannten Hinweisbeschluss des Zweiten Senats und dort wurde ja nachgefordert. Da hat man klipp und klar gesagt, es soll geeignet belegt und dargelegt werden, dass abgeschaltet worden ist, die Testate und ihres auch in allen Ehren, nichts dagegen zu sagen. Aber das Verfassungsgericht hat gesagt, die Versicherung, die bloße Versicherung des Chefs und Innenministers, es ist so, das genügt nicht. Und dann haben ja, das war Ende Mai, haben ja alle Länder und auch der Bund nachgeliefert. Das sind, also ein großes Aktenkonvolut, so heißt es von den Prozessbevollmächtigten. Und soweit ich da informiert bin, ist es nun schlichtweg so, das ist ein vielfach geschwärztes Konvolut. Das heißt, wir haben keine Namen der abgeschalteten V-Leute und wir haben auch nicht die Namen der sogenannten V-Mann-Führer, die da für ihre Leute zuständig sind. Wir haben nur ein Beweisangebot, das gesagt wird, es kommen gerne alle Chefs der Verfassungsschutzämter und die werden in Karlsruhe schwören, dass es eben nun mal so war. Jetzt weiß ich nicht, ob der Zweite Senat sich mit so einem vielen geschwärzten Akten zufrieden gibt. Also das ist für mich, das ist die nächste Glaskugel. Dazu wollen Sie sicherlich was sagen, Herr Steignecht. Und wie wird Sachsen-Anhalt sich verhalten, wenn Herr Hollmann, der Verfassungsschutzchef des Landes Sachsen-Anhalt, nach Karlsruhe gebeten wird und beispielsweise gefragt wird, benennen Sie uns doch auch diejenigen, die als V-Mann-Führer dort tätig waren. Ich meine, das Gericht hätte theoretisch die Möglichkeit, diese Leute zu laden. So lese ich jedenfalls die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. Also das Verhalten vor Gericht wird abgestimmt sein mit den anderen Bundesländern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Bundesland dort sagt, wir offerieren mal mit klar und Decknamen unsere V-Leute und die anderen Bundesländer tun das nicht. Wir haben eine ähnliche Situation gehabt im NSU-Verfahren, hier in den Untersuchungsausschüssen in Berlin, wo Thüringen die Akten abredewidrig hier dem Parlament zur Verfügung gestellt hat. Das hat Thüringen in ganz erhebliche Schwierigkeiten gebracht, auch was das Ansehen des Verfassungsschutzes anging. Also es wird abgestimmt erfolgen. Und jetzt muss man abwarten, wie das Gericht reagiert. Ich kann das auch nicht vorhersagen. Bei manchen Prozessentscheidungen muss man gucken. Es war eine Diskussion, das in einem internen Verfahren zu machen, sondern das In-Kamera-Verfahren. Das hat aber keine politische, in Anführungsstrichen, Mehrheit der anderen Bundesländer gefunden. Und damit bleibt es dabei, das wird abgestimmt stattfinden. Jetzt gucken wir mal, wie das Gericht reagiert. Da frage ich jetzt doch nochmal prozessual nach. Nach meiner Erinnerung ist ein solches In-Kamera-Verfahren bei einem Parteiverbot vor dem Bundesverfassungsgericht jedenfalls nicht unmittelbar möglich. Aber da frage ich denjenigen, der sich tiefer mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Gut, ich bin nicht der autoritative Interpret des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, aber da steht jedenfalls drin, dass die Prozessbeteiligten Akteneinsicht haben. Und Akteneinsicht heißt natürlich, das, was die Antragsteller in dem Fall an Akten haben, dass das auch dem Antragsgegner, also den NPD-Leuten, dem Anwalt und so weiter, gegeben werden muss. Also ich sehe nicht, und es hat auch Dieter Grimm, ein ehemaliger Verfassungsrichter, damals schon geschrieben, Ex-Kamera hieß der Artikel, das ist aus rechtsstaatlichen Gründen in dem Parteiverbotsverfahren nicht vorstellbar, denke ich auch, aber vielleicht können Sie sich ja trotzdem auf die Frage einlassen, was wäre denn, wenn der Zweite Senat sagt, also geschwärzte Akten sind schon mal besser als Testate, aber jetzt wollen wir auch noch ein paar Namen wissen. Und zwar nicht nur von den V-Leute-Führern, sondern eben auch von den V-Leuten, die abgeschaltet sind.
Es heißt zwar im Schriftsatz, die seien dann in Lebensgefahr, aber ich habe gehört, die kann man auch in Kanada angeln lassen und ihnen falsche Pässe geben. Also ich sehe dann nicht, dass die unbedingt totgeschlagen werden. Wie wäre da Ihre Antwort? Würden Sie dann sagen, nee, also wenn die jetzt das wissen wollen, das widerspricht den Grundsätzen unserer ganzen bisherigen Arbeit, dann lassen wir lieber das Verfahren platzen? Also nochmal, das muss untereinander abgestimmt werden und ich weiche jetzt nicht aus, ich sage Ihnen gleich meine persönliche Meinung, aber es nützt nichts, in einer politischen Verantwortung eine eigene Meinung alleine durchzusetzen. Das wird nicht funktionieren. Ich persönlich wäre, wenn es eine Mehrheit gäbe, auch dafür, diese Namen zu offerieren, damit dieses Verfahren seinen Fortgang nehmen kann, weil das die oberste Priorität hat und ich auch nicht so sehr die Sorge hätte, dass das zu Übergriffen führen würde. Ja, oder man kann auch vielleicht exemplarisch das machen. Aber wie gesagt, das ist eine Einzelmeinung, die nicht in dem Konzert der anderen Bundesländer abgestimmt ist, die jetzt auch kein Präjudiz für weitere Entscheidungen hat. Aber ich wollte Ihrer Frage nicht ausweichen. Herzlichen Dank. Vielleicht können wir ausgehend von dem Komplex der Quellenfreiheit dann auf einen weiteren wichtigen Aspekt in diesem zweiten NPD-Verbotsverfahren kommen. Auch da hat der Bundesrat, haben die Antragsteller ja nachgeliefert. Es gibt ein Gutachten, ein immer noch geheimes Gutachten, angefertigt von Dirk Borstel, zur Frage, inwieweit die NPD die demokratische Kultur beeinträchtigt, weil das als einer der Gründe angesehen wird, weshalb ein Verbot notwendig ist. Hintergrund ist da, dass ja das Bundesverfassungsgericht über sich nicht nur den weiten Himmel hat, sondern über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ja auch da eine Entscheidung überprüft werden könnte. Und insofern würde ich gerne noch mal zu Ihnen, Holger Stahlknecht, kommen. Zunächst mit der Frage, was macht es eigentlich notwendig, dass dieses Gutachten als geheim eingestuft ist? Bei den V-Leuten ist mir das zumindest systematisch eingängig. Bei diesem Gutachten ist es mir systematisch erstmal nicht eingängig. Warum kann man die Gefahr, die Dirk Borstel oder die Beeinträchtigung der demokratischen Kultur, die da gesehen wird und auch die Tiefe, in der das passiert, nicht zum Teil auch sozusagen eines öffentlichen Diskussionsprozesses machen? Was ist der Hintergrund dafür, dass die Innenminister und der Bundesrat entschieden haben, als Antragsteller dieses Gutachten zunächst nicht zu veröffentlichen? Na gut, Prozessführer ist ja im Augenblick der Bundesrat mit dem jeweiligen Prozessbevollmächtigten und die Entscheidung ist dort getroffen worden. Die haben ja nicht mehr die Innenminister getroffen in dem Fall. Nicht? Wir sind ja sozusagen prozessual gar nicht mehr Verfahrensbeteiligte, sondern das sind ja die Ministerpräsidenten, die wiederum im Bundesrat vertreten sind. Nicht? Und dort wird es Entscheidungen gegeben haben, die dazu geführt haben, deren Einzelheiten ich jetzt auch nicht weiß. Und das ist jetzt eben als geheim eingestuft. Ja. Okay, bringt uns an der Stelle nicht weit und ich hätte die Hoffnung, dass die Ministerpräsidenten sich in solchen Fragen nicht nur mit den Prozessbevollmächtigten, sondern auch mit den Innenministern absprechen. Aber meine Frage, Dirk Borstel hat ja zum Thema umfangreich publiziert, insofern vermute ich, dass es keine ganz großen Überraschungen gibt und er hat das ja am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns auch getan und die These, die er aufstellt, und so lese ich seine bisherigen Veröffentlichungen, ist, es gibt in einzelnen Regionen, er schaut sich Mecklenburg-Vorpommern konkreter an, Situationen und konkrete Orte, an denen es der NPD gelingt, als gesellschaftlicher Akteur und auch mit Vorfeldorganisationen gemeinsam den demokratischen Prozess mitzubestimmen. Er redet ausdrücklich in seinen bisherigen Veröffentlichungen nicht davon, dass sie in der Lage ist, den in Ausschließlichkeit zu bestimmen und er redet auch nicht davon, dass sie in der Lage ist, ihn deutlich zu beeinträchtigen, sondern er beschreibt konkrete Situationen, zum Beispiel in Anklam. Vielleicht können Sie noch mal ein Stück weit sagen, warum Sie überhaupt diesen Strang eingeführt haben in das Verfahren oder haben einführen lassen und wie Sie das selbst bewerten, auch mit Blick zum Beispiel auf Sachsen-Anhalt, also Ihren Verantwortungsbereich. Gibt es dort solche Zonen, ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern auch, wo die NPD in der Lage ist, die demokratische Kultur vor Ort zu beeinträchtigen? Also die letzte Frage würde ich eindeutig mit Nein beantworten. Also es gibt nicht die befreiten Zonen. Dass natürlich die NPD ganz bewusst an einem demokratischen, jetzt bleiben wir mal, oder in einer Demokratie zulässigen Meinungsbildungsprozess teilnimmt, das ist selbstverständlich.
auch mit ihren Mitteln. Aber ich will mal auf was anderes eingehen. Ich fange mal anders an. Ich hätte mir als einer, der jetzt 50 Jahre alt, der in, kommen wir aus Hannover gebürtig, in Freiheit aufgewachsen ist, mit der Verfassung groß geworden ist, zu einem Zeitpunkt, als ich studiert habe, wissenschaftlicher Mitarbeiter war in einem Lehrstuhl für europäisches Recht, wo es um Schengener Abkommen ging, mir niemals vorstellen können, dass wir eine solche Diskussionslage in Deutschland haben, hinsichtlich des Asyls, wie wir sie jetzt haben. Muss ich Ihnen ganz offen sagen, es macht mir auch Sorge, gebe ich ganz offen zu, ich führe das ganz bewusst jetzt ein, für mich unvorstellbar, dass 10.000 Menschen in Sachsen, bei uns sind 2.000 gewesen und woanders auch, auf die Straße gehen und gegen Asyl demonstrieren, gegen andere Menschen demonstrieren. Ich bin auf Bürgerversammlungen gewesen, wo die sogenannte Mitte, wo nicht nur Doofe saßen, sondern auch Leute aus dem Bildungsbürgertum, Parolen verfestigen, das hätte ich mir beim besten Willen ganz persönlich, sage ich das, nicht vorstellen können. Warum sage ich das? 1923 und auch danach hat sich, glaube ich, auch niemand vorstellen können, dass irgendwann mal die NPD, und so groß waren ja die Wahlergebnisse am Anfang gar nicht und am Ende auch nicht, NSDAP, mal Deutschland regieren würde und dieses Land in 12 Jahren komplett kaputt machen würde, unabhängig vom Ansehen, was wir anderen Menschen zugefügt haben. So, wenn man jetzt mal sieht, wie Entwicklungen sind, und wenn wir sagen, naja, das bisschen NPD, das hält man der Demokratie aus, dann erlaube ich mir schon mal die Frage zu stellen, unter dem, was jetzt im Augenblick passiert in Deutschland, wie stark ist unsere Demokratie? Sind wir wirklich alle stark genug, sowas auszuhalten und abzuwehren? Und wann wollen wir anfangen, darüber nachzudenken, eine solche Partei als, jetzt mal unabhängig von den Rechtsvoraussetzungen, die gegeben sind, als gefährlich einzuschätzen? Wenn sie 10% haben, 15, 20, 30? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und das kann man dann auch juristisch im Übrigen wieder für das europäische Verfahren auch mit der historischen Verantwortung begründen. Also insofern teile ich eben von meiner inneren Überzeugung auch Teile dieses Gutachtens nicht. Da führt aber für mich dann die Frage hin, und die will ich gerne an Michael Nattke weiterreichen, inwieweit ist es denn die NPD, die tatsächlich treibende Kraft hinter dieser massiven rassistischen Mobilisierung ist? Inwieweit ist die NPD ist die Kraft, die diese rassistische Mobilisierung maßgeblich treiben, mitbestimmt und damit sozusagen wir auch in eine Situation kommen, wo ein NPD-Verbot helfen würde in der Auseinandersetzung mit genau dieser rassistischen Mobilmachung? Also ich teile die Sorge, dass da eine große Herausforderung vor uns steht, die wir zu bewältigen haben und dass es tatsächlich so ist, dass rechte Kräfte, insbesondere in Sachsen, aber auch anderswo im Land, sehr, sehr stark sind und gerade jetzt beim Thema Asyl sich mobilisieren. Aber ich glaube, es ist ein absoluter Trugschluss, dass durch ein NPD-Verbot wir daran etwas ändern können. Nehmen wir das Beispiel Freital. Freital ist ja überregional bekannt geworden, muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel dazu sagen. Also zur Jahreswende wurde bekannt, dass dort Asylsuchende untergebracht werden sollen. Es gab sofort eine Facebook-Gruppe, Freital wehrt sich, nein zum Hotelheim. Die Leute, die das initiiert haben, waren Menschen, die aus dem Pegida-Umfeld kamen, die praktisch seit Ende des letzten Jahres an Pegida-Demonstrationen teilgenommen haben. René Seyfried ist da ein wichtiger Name aus Freital. Die sind ein enges, freundschaftliches Netzwerk, die schon immer zusammen grillen, zusammen in die Kneipe gehen oder sonst was. Aber die haben nichts mit der NPD zu tun und haben nie irgendwie an anderen Neonazi-Organisationen bisher irgendwie aktiv teilgenommen. Im März 2014 dann erste Demonstrationen mit 1500 Teilnehmern, dann wöchentliche Demonstrationen mit 300 bis 1000 Teilnehmern, Belagerung der Unterkunft und jetzt seit April diesen Jahres bis heute gab es mindestens 29 Angriffe von Neonazis
in Freital auf Linke, auf Asylbewerber, auf Journalisten etc. Darunter sind ein Molotow-Cocktail-Anschlag auf das Heim, darunter sind schwere Körperverletzungen, Angriffe mit Pyrotechnik, darunter ist ein Angreifer, der mit einer Axt in die Geflüchtetenunterkunft gerannt ist und Leute erschlagen wollte, der dann aufgehalten wurde von den Sicherheitskräften. Darunter ist ein Sprengstoffanschlag auf einen Abgeordneten, einen Kommunalabgeordneten dort aus Freital. Die Leute, die das ins Leben gerufen haben, sozusagen die Initialzündung gegeben haben, sind keine NPD-Leute. Und die Leute, die bisher von den Ermittlungsbehörden ermittelt wurden, die für einen Teil dieser Sachen verantwortlich sind, die würden wir bezeichnen als Kulturbüro als eher sozial desintegrierte Neonazis. Also die sind haben keinen Parteianschluss, die haben keinen Anschluss an wirklich organisierte Strukturen, die es dort gibt vor Ort. Und es ist so, dass die NPD in persona zwar ab und zu sehen ist, auf irgendwelchen Bürgerversammlungen dort oder auch bei Demonstrationen, aber das sind Teilnehmer, das sind nicht diejenigen, die das gerade dort durchsetzen. Das kommt woanders her und das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir leider mit dem Verbot nicht lösen können. Ich fände es gut, wenn das mit dem NPD-Verbot lösbar wäre und wir danach andere Verhältnisse hätten, aber ich glaube, dass das nicht der Fall ist und ich könnte das jetzt auch an anderen Orten zeigen, dass die NPD natürlich dort beteiligt ist, weil es die gibt, aber oft nicht die Initialzündung sind und nicht diejenigen, die das jetzt gerade in dieser aggressiven Weise bei dem Thema Asyl vorantreiben. Ich will an der Stelle trotzdem nochmal nachfragen, und Sie haben die anderen Orte schon erwähnt, das ist ja derzeit tatsächlich nicht singulär, wir haben entsprechende Auseinandersetzung an vielen Orten in der Bundesrepublik Deutschland, deutlich über Sachsen auch hinausgehend. Aber ich fände es schon wichtig, auch nochmal auf andere Orte in Sachsen oder auch in Sachsen-Anhalt einzugehen. Wir haben die Situation an der Zeltstadt Dresden, dass da die NPD eine Kundgebung angemeldet hat, von der oder nach deren Ende die Gewalt losging. Heidenau ähnlich. Aus Tröglitz lässt sich zumindest berichten, dass einer der Tatverdächtigen für die Tat nicht NPD-Mitglied ist, aber jedenfalls über vielfältige Kontakte zu dem dort organisierenden NPD-Kader verfügt und im Nachbarort Kretschau auch das Fronttransparent mitgetragen hat. Inwieweit gibt es also auch andere Erfahrungen, wo die NPD tatsächlich beteiligt ist, würde ich hier gerne schon auch nochmal fragen und würde zunächst gerne Holger Stahlknecht, dann Michael Natt fragen, aber dann natürlich auch nochmal zur rechtlichen Würdigung kommen mit Horst Mayer, aber vielleicht zunächst Sie. Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wo die NPD in Sachsen-Anhalt? Tröglitz bzw. Kretschau ist ja genau das Beispiel. Wir haben da eine Situation, dass die Unterkunft abgebrannt ist, nachdem ein örtlicher NPD-Kader, Steffen Thiel, dort über Wochen hinweg rassistische Lichterläufe initiiert hat und zumindest als tatverdächtig weiterhin jemand gilt, der über Verbindungen zur NPD verfügt. Also die NPD bringt sich sehr stark ein bei uns, das kann man nicht anders sagen. Sie meldet Demonstrationen an. Das läuft nach folgendem Schema teilweise ab. Bürgerliche, ganz normale Bürgerliche, auch Gebildete dabei, regen sich auf, ich sage es mal etwas lapsig, dass eine Asylunterkunft hinkommt. Und dann wollen die eine Demonstration machen. Und dann muss die ja angemeldet werden. Und da die alle bürgerlich sind, finden die das ein bisschen unanständig, wenn man so eine Demonstration anmeldet. So funktioniert das. Und dann kommt die NPD und sagt, Freunde, diese Last nehmen wir euch ab. Und dann melden die Demonstration an und die Bürgerlichen marschieren mit und die NPD hält die Rede. Und dann ist der nächste Punkt, dass sich das rumspricht, das hat eine gewisse Magnetfunktion und dann kommen aus anderen Bundesländern Zugereiste, entweder NPD-Mitglieder selber oder eben Sympathisanten, die nicht Mitglied der NPD sind. So muss man sich das vorstellen. Auf den Bürgerversammlungen ist immer irgendein NPD-Vertreter, meistens mehrere vertreten, die dann auch in einem organisierten Akt mitten in der Veranstaltung Transparente ausrollen, stören oder irgendwas anderes tun und ihre Meinung kundtun. Also die spielen schon eine Rolle. Und vielleicht mal zu den Umfrageergebnissen. Die sind ein paar Wochen her, aber immerhin gab es eine Umfrage bei uns. Da lag die AfD bei 5% und die NPD bei 3%. Und es gibt immer, wenn man bei solchen Umfragen den Charme-Effekt, dass viele nicht zugeben, dass sie die NPD wählen.
Wenn Sie jetzt auf Anhieb bei 3% damals sind, halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass diese Partei auch im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten sein wird. Und man könnte etwas zynisch sagen, wir können im Augenblick dankbar sein, dass es die AfD gibt, weil das möglicherweise dazu führt, dass die NPD einen geringeren Zulauf hat. Aber das ist jetzt eine politische Einschätzung. Das ist weder nicht eine für ein NPD-Verbotsverfahren. Nicht? Aber spielt natürlich schon eine Rolle, weil man das, die Gefahr nicht marginalisieren darf. Nach der NPD-Kundgebung in Heidenau gab es die Krawalle dort. Welche Rolle hat die NPD denn in Heidenau gespielt? Also in Heidenau war es so, dass es ab dem 19. August täglich angemeldete Kundgebungen gab. Am 19. August, also von der NPD angemeldet, von dem örtlichen NPD-Stadtrat Rico Rentsch. Am 19. August eine Kundgebung mit 350 Teilnehmern, am 20. August eine Kundgebung mit 600 Teilnehmern. Die blieben gewaltfrei. Am 21.8., dem dritten Tag dann, war eine Demonstrationsanmeldung. An der Demonstration haben 1.100 Menschen teilgenommen. Die kamen aus dem NPD-Umfeld und aus Hooligan-Kreisen von Dynamo Dresden und aus der freien Neonazi-Szene, die sich nicht der NPD zugehörig fühlt, und Bürgerinnen und Bürger von Heidenau, die da auch mitdemonstrierten. Um 19.30 Uhr endete diese NPD-Demonstration. Ab 20.15 Uhr haben 30, 40 Menschen versucht, die Straße, die Zufahrt zur Asylunterkunft zu blockieren. Dort sollten in der Nacht Asylsuchende untergebracht werden. Und zwei Stunden später kam es dann zu massiver Gewalt aus einer Gruppe von 600 Personen, die die Polizei massiv angegriffen haben mit Pyrotechnik, mit Böllern, mit Steinflaschen. Es wurde mit Baustellenmaterial wurden Blockaden errichtet. So, jetzt kann man natürlich praktisch daraus schließen, es gab am Nachmittag eine NPD-Demonstration, die ging bis 19.30 Uhr und nachts gab es dann diese Krawalle. Da hängt die NPD natürlich mit drin. Und ich gebe dieser These insoweit recht, dass es an dem Tag natürlich so war, dass die NPD-Demonstration dafür gesorgt hat, dass dort viele Menschen sein konnten, die praktisch aus der Masse heraus dann auch Gewalt ausüben konnten. Die NPD hat sich von der Gewalt distanziert dann im Anschluss. Und das Schwierige ist ja jetzt in so einem NPD-Verbotsverfahren, wäre es ja jetzt nachzuweisen, dass diese Gewalt praktisch nicht stattgefunden hätte, wenn die NPD da nicht gewesen wäre, beziehungsweise dass die NPD das angeleitet hat, da irgendwie was damit zu tun hat. Selbstverständlich war das an dem Tag die Plattform. Die Gewalt war aber auch am nächsten Tag da. Da gab es keine angemeldete Demonstration. Da sind dann 250 Hooligans und Neonazis aus Dresden angereist. Und die Kreise, die dort aktiv die Gewalt ausgeübt haben, das sind definitiv Menschen gewesen, die wir zum Teil auch namentlich benennen können, die aus Hooligan-Kreisen kommen, der Vereinigung Faust des Ostens aus Dresden beispielsweise. Die lassen sich von der NPD nichts sagen. Also die würden sich praktisch von keinem NPD-Kader oder irgendjemandem mit Schlips und Kragen sagen lassen, tut jetzt das oder lasst jenes. Das sind Menschen, die praktisch Gewalt als ihr Mittel der politischen Auseinandersetzung nutzen und das in dem Fall natürlich nach einer NPD-Demonstration gemacht haben. Aber praktisch in anderen Fällen das nach Demonstrationen von anderen auch machen würden. Bevor wir dann zum Publikum öffnen, will ich Horst Mayer schon mal noch um eine verfassungsrechtliche Bewertung und bitten. Muss die NPD es sich zurechnen lassen? Ist das ein valider Verbotsgrund, wenn nach NPD-Demonstrationen Gewalt eskaliert, wenn die NPD, ich überspitze es mal, eine Plattform bietet, auf der Gewalttäter dann agieren können? Ja, also wir müssen das genau betrachten und empirisch auch genau betrachten, wo laufen Verantwortlichkeiten, politische Verantwortlichkeiten oder auch Anstiftungen womöglich. Das sind ja zwei Ebenen. Ich würde aber sagen, in einem Verbotsverfahren müsste auch im engeren Sinne eine politische Verantwortlichkeit ziehen. Und die Partei wird nicht entlassen sozusagen dann aus ihrer Verantwortung. Nur, was ich jetzt gehört habe, auch vorhin in dem Fachgespräch, das wir hatten heute Nachmittag, sind ja diese Steuerungspotenziale und Kausalitäten so klar gar nicht zu ziehen. Und dann haben Sie natürlich ein Zurechnungsproblem. Vielleicht darf ich auch noch daran erinnern, das ist jetzt nichts Verfassungsrechtliches, sondern einfach was Politisches. Welcher Tatsache haben wir denn den laufenden Verbotsantrag zu verdanken? Das ist der NSU-Skandal.
Schauen Sie, der Bundestagsbeschluss, alle Fraktionen, CDU bis Linkspartei, hat gesagt, es soll geprüft werden, ob im Zusammenhang des NSU-Terrorzelle ein NPD-Verbot beantragt werden muss unter Berücksichtigung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und der Verfassungsgerichtsrechtsprechung. Wir wissen aber jetzt, der Generalbundesanwalt hat das sorgfältig ausermitteln lassen, seit 2012 schon, Mitte des Jahres spätestens, dass es diese Kausalitäten nicht gibt. Jetzt kann ich ironisch sagen, okay, die besten Gründe für einen NPD-Verbotsantrag, die kommen dann immer später irgendwie auf. Also jetzt zum Beispiel mit einer Flüchtlingskrise. Ich warne vor der Illusion, man kann nicht, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat, wann war diese Studie, die Mitte und ihre rechten Tendenzen und Gedanken. Also jede westliche moderne Gesellschaft hat, darf ich das mal Bodensatz nennen, wenn das nicht so abfällig ist, von 10, 15, 20% latente Antisemiten, Rassisten und so weiter. Und ich meine, es ist doch eine Illusion, solchen Leuten mit irgendeinem Organisationsverbot beizukommen. Natürlich sind die Leute nicht zu verbieten, ihre Vorurteile sind nicht zu verbieten, Fremdenfeindlichkeit ist nicht zu verbieten. Und deshalb ist das sozusagen für mich wirklich eine Ablenkung. Das NPD-Verbot wird ja so lange schon diskutiert, seit es diese Partei gibt. Das ist jetzt ein halbes Jahrhundert. Und es ist bisher noch nichts Vernünftiges dabei herausgekommen. Es sind immer Probleme dieser Gesellschaft thematisiert worden. Aber diese Verbotslösung hat eine, finde ich, das ist, im Grunde genommen ist das eine Ablenkungsfunktion. Das ist, also ich finde es nicht gut oder geradezu irritierend. Die einzige spektakuläre Maßnahme, die aus dem NSU-Skandal erfolgt, ist der Verbotsantrag. Haben Sie nicht Besseres zu tun, sich um Ihren Verfassungsschutz zu kümmern und so weiter? Also ich finde, da ist doch was konkret zu machen. Das hat auch die Politik konkret zu steuern und zu verantworten. Und fremdenfeindliche Demonstrationen, ich meine, bitte, Sie dürfen mir glauben, dass ich nicht mich mit diesen Leuten gemein mache. Ja, ich finde das also wirklich abstoßend und ekelhaft. Aber ich meine, dass es eine Versammlungsfreiheit gibt, dass Leute in der Demokratie sagen können, ja Moment mal, also irgendwie gehen mir diese Flüchtlinge auf den Wecker. Ich finde, es sind zu viele. Und können wir nicht vielleicht auch am besten gleich noch den Asylartikel, da gibt's, das soll sogar im Grundgesetz stehen, dass die alle zu uns kommen dürfen und so weiter. Ja, ich meine, diese Leute sind doch Teilnehmer, so bis zur Grenze der Gewalt und der Friedlichkeit natürlich, Teilnehmer einer demokratischen Diskussion. Und da muss natürlich die humanistisch oder humanitär eingestellte Zivilgesellschaft dagegenhalten. Aber das sind natürlich politische, offene Debatten. Das ist keine Sache, die man an den Staat delegieren kann. Und deshalb ist das auch eine ganz wirklich, ich meine, aber ich glaube auch nicht, dass ein Innenminister der politischen Klarheit hat, das will ich Ihnen wirklich sofort unterstellen, die Illusion hat, die Sorgen, die Sie eben genannt haben, von Leuten, die Vorurteile haben und die jetzt auf die Straße gehen, ich meine, das kriegen Sie doch mit so einem Verbot überhaupt nicht in den Griff. Und ich meine, wir können froh sein, dass es die AfD gibt. Ja, ich meine, gut, darüber muss man nicht unbedingt froh sein, aber damit muss man rechnen. Und das ist politisch klein zu arbeiten. Wie gesagt, ein Parteiverbot, was sich sehr stark auf die falschen Ziele der Partei fixiert, läuft genau ins Leere, weil die nächste Organisation wird dieselben Ziele vertreten mit anderen Leuten und so weiter. Deshalb ist das wirklich schlichtweg ein Fehlweg. Eine Partei, die anfängt, politische Gewalt anzuwenden, und da wird es interessant, in Anführungszeichen, was Sie sagen. Wenn da konkrete Verknüpfungen herzustellen sind, dann würde ich nicht abwiegeln und sagen, die kommen für ein Verbot nicht in Betracht. Aber bisher kann ich das nicht sehen. Ich habe das traurige Vergnügen, seit Mitte der 70er Jahre Verfassungsschutzberichte zu lesen. Und ich meine, wie die NPD dort geschildert wird, sie ist nicht die Inkarnation politischer Gewalt. Also sonst müssten seit 5 Jahrzehnten, müssten wir das alles nicht gemerkt haben. Sie ist keine ernstzunehmende Verbotskandidatin. Das kann man sich schenken. Okay, herzlichen Dank. Ich habe jetzt Wortmeldungen aus dem Publikum, mehrere. Ich würde um zwei Dinge bitten. Wir geben ein Mikrofon herum, weil wir ja auch eine Aufzeichnung haben, sodass Ihre Fragen auch verstanden werden von denjenigen, die sich das später anschauen. Wenn Sie sich um Kürze bemühen können und wenn Sie vielleicht auch kurz sagen, wer Sie sind, das erleichtert die Debatte. Ja, mein Name ist Clemens Grisop. Ich war Anfang der 80er Jahre AStA-Vorsitzender in Bremen und Jungsozialist in der SPD. Und dort habe ich unter anderem die 300.000 nach Bonn mitorganisiert. Das war ja Peace, aber auch Demonstrationen gegen Pershings in Roter Sand.
da war es so, dass natürlich auch Sprüche gemacht wurden gegen Amerika zum Beispiel. Ja. Ich hatte das, wenn ich da, ich habe sie nicht gemacht, aber ich hatte die Mikroanlage in der Hand, also so ein Walkie, so ein, kennen Sie ja, so ein Lautsprecher. Und dann stand die Polizei davor und hat eine Warnung gegeben, noch Einspruch und die Demo wird aufgelöst. So war es dann auch. Ich will das jetzt nur als Beispiel nennen, weil erstens, diese Demonstrationen von Legida und Pegida haben fremdfeindliche Sprüche ohne Ende. Warum löst die Polizei nicht einfach diese Demonstrationen auf? Wir haben Wasser, ich hatte auch nie Steine geworfen oder irgendwas vor AKWs. Wir wurden alle über die Felder gejagt und mussten mit kalten Füßen in Schleswig-Holstein zum Beispiel in die Gräben springen. Wir waren dann ziemlich bedient. Ich will nur sagen, wieso geht die Polizei nicht gegen diese fremdenfeindlichen Sprüche vor und löst die Demonstrationen auf? Und wieso werden die Rädelsführer nicht verhaftet? Also zum Beispiel werden dort ja Galgen gezeigt. Also eindeutig fremdenfeindliche, staatsfeindliche Dinge, das ist doch haarsträubend, dass da nicht gegen vorgegangen wird. Und das ist doch ganz einfach so. Es gibt beim Nationalsozialismus, ich habe mich lange damit beschäftigt, weil ich ja auch mich gefragt habe, warum Deutschland da reingestürzt ist. Hier, es gab Rädelsführer bei den Nazis und es gab die Mitläufer. Und es gibt ja heute noch eine Diskussion, auch meine Eltern waren eben, hingen Kardinal von Galen an. Darf ich trotzdem fragen, ob Sie in Richtung NPD-Verbot sozusagen kommen? Man muss die Rädelsführer verfolgen, und zwar für jeden schlimmen Spruch. Das sind nämlich Nazis, und die müssen den Rechtsstaat von vorne bis hinten zu spüren bekommen, und das kann man auch. Das sind Nazisprüche ohne Ende und verfassungsfeindliche Sprüche. Letzter Punkt. Natürlich ist es so, dass die, Herr Stahlknecht hat es ja schon gesagt, dass die NPD nicht sehr offen da ist, aber die haben natürlich informelle Strukturen und letztlich lenken die den ganzen Mist, diese Rechtsextremen. Und dagegen, gegen die Rechtsextremen muss der Rechtsstaat aktiv werden. Mit den Mitläufern müssen die zivilen Menschen also Demonstrationen machen und so weiter. Man muss die Rädelführer von den Mitläufern trennen. Und ich meine, es gab auch mal ein DKP-Berufsverbot. Es gibt dort einen Lehrer in Thüringen, der ist Beamter. Ich bin auch Beamter, Lehrer hier. Moment, letzter Satz. Jetzt würde ich trotzdem bitten. Warum kann ein Beamter? Also ich glaube, Ihre Frage ist. So äußern, wie er es macht. Ich glaube, Ihre Frage ist angekommen. Ich möchte ihn noch ausreden, weil als Lehrer darf ich niemals hier auch nicht auftreten und meine Staatsbürgerpflicht auch nicht im Privaten verletzen. Der ist wahrscheinlich sogar Beamter. Danke. Ja, das wollte ich schon. Okay, also ich glaube, Ihre Frage ist deutlich geworden, nämlich wird der Rechtsstaat sozusagen mit allen notwendigen Mitteln tatsächlich auch gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus deutlich? Da löckt es mir natürlich sozusagen in den Fingern, jemand aus Sachsen das Mikrofon zu geben, weil ich glaube, da haben wir es durchaus mit einer Situation zu tun, wo man was zu sagen kann. Also ich gebe ja vollkommen recht an der Stelle, dass der Staat juristisch dann gegen Neonazis, Rechtsextremisten vorgehen muss, wenn Straftatbestände vorliegen. Ich habe den Eindruck, dass das zum Beispiel in Sachsen nicht vollumfänglich gemacht wird. Ich will da jetzt das Beispiel, was wir gerade hatten, Heidenau beispielsweise, zu Heidenau haben wir noch gar nicht so großartig gesprochen, aber nehmen wir dort mal die Dinge, die da passiert sind. Am ersten Abend der Ausschreitungen gab es 0 Personalienfeststellungen, 0 Verhaftungen. Am zweiten Abend der Ausschreitungen gab es 23 Identitätsfeststellungen, allerdings in beiden Lagern, wie die Polizei sagt, beide Lager heißt auf Seite der Pro-Asyl-Demonstranten und auf Seite der randalierenden Neonazis. Und dann am dritten Abend der Ausschreitung, nachdem Ministerpräsident Tillich da war, nachdem mediale Berichterstattung war, gab es dann 140 Identitätsfeststellungen in beiden Lagern wieder, immerhin. Aber was da passiert und dass dort so gezögert wird und so deeskalierend vorgegangen wird, das kann ich echt nicht nachvollziehen. Also an der Stelle würde ich mir praktisch wünschen, dass Polizei die Maßnahmen, die sie zur Verfügung hat, auch umsetzt. Auch an anderen Stellen kann man das durchaus festmachen, dass dort oft ein sehr zögerliches Handeln aus unserer Sicht wahrnehmbar ist. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass auch diejenigen, deren Meinungen wir verabscheuen, solange wie sie sich praktisch
Also nicht zur Gewalt aufrufen und solange, wie sie den Grundboden der Verfassung nicht verlassen, einfach auch laut ihre Meinung sagen dürfen. Und das müssen wir dann aushalten und das müssen wir auf anderen Ebenen politisch und zivilgesellschaftlich lösen. Und da können wir nicht danach rufen, dass alle Redelsführer jetzt plötzlich möglichst alle in den Knast müssen. Also das funktioniert so nicht, glaube ich. Also so funktioniert eine demokratische Gesellschaft nicht. Eine demokratische Gesellschaft ist eben viel, viel schwieriger als ein Polizeistaat. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich die nächste Wortmeldung hier. Ja, da möchte ich jetzt kurz anschließen, kann man sich im Netz angucken. Es gibt ein Video, eine Veranstaltung der AfD letztes Jahr zur Sicherheit mit diversen Polizeiführern, ehemaligen und aktuellen, Bund der Kriminalbeamter etc. Wir haben halt in Brandenburg jetzt einen bekannt gewordenen Pegida-Demonstranten, AfDler, Polizist etc. Wir haben die Geschichte mit vielen hier in Berlin, mehreren Polizisten als führende Republikaner, das zu dem Komplex einfach mal von wegen inhaltlicher Nähe, das ist der eine Aspekt. Und dann jetzt die Schnittmenge NSU-NPD, Ralf Wohleben, NPD-Kader, André Kapke etc., da kann man auch mal was zu erarbeiten, ist vielleicht auch geworden, weil das ja vorhin Thema war, ob das jetzt wirklich zwei verschiedene Welten sind oder nicht. Aber meine Hauptmeldung kam überhaupt wegen diesem restlichen Begriff Fremdenfeindlichkeit, der von vorne kam, der von da kam. Von den Veranstaltungen zum NSU-Prozess wissen wir ja, dass das Wort Rassismus dort tabu ist. Wir wissen es in der Taz, wenn da Artikel geschrieben werden, dann kommt da immer Fremdenfeindlichkeit. Dieses Reproduzieren, wir und die. Die In- und die Ausländer, das Othering, diese Konstruktion von diesen Gruppen, das ist eine Reproduktion von Rassismus. Und wenn der Kollege links dann sagt, frei, wir brauchen eine Gesellschaft frei von Rassismus, wenn man seinen eigenen Rassismus nicht mal reflektiert und nicht mal weiß, wie man selber irgendwie rassistisch denkt in bestimmten Situationen, das ist einfach, das ist die Grundlage der Debatte, wenn man halt mal die Sachen inhaltlich angehen will, was der Kollege Herr Mayer gesagt hat, dass es nicht mit juristisch zu lösen ist, sondern dass es eine gesellschaftliche, inhaltliche Debatte geben muss, dann muss man auch diesen Begrifflichkeiten mal endlich was entgegensetzen, weil es wird irgendwie überall schlimm, 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 was abgeht und dann wird gleichzeitig mit der allgemeinen zentralen Begriffen der ganze Scheiß reproduziert. Herzlichen Dank. Wir haben auch hier die Situation, ich glaube, es ist deutlich geworden, wir reden von einer rassistischen Mobilmachung, die wir derzeit in der Bundesrepublik erleben. Aber Holger Steiglecht, Sie wollten darauf reagieren. Ja, ein Teil jedenfalls. Sie haben ja gesagt, da ist ein Polizist Mitglied der AfD. Sie aus der AfD oder aus der Polizei? Aus der AfD. Naja. Ja, aber es ist so, da fängt es ja an. Solange Sie eine Partei haben, jetzt generell, die nicht verboten ist, dann können Sie eigentlich auch grundsätzlich niemanden verbieten, selbst wenn er im Staatsdienst ist, in diese Partei einzutreten. Es hat in Sachsen-Anhalt oder aus Sachsen-Anhalt ein Urteil gegeben, das will ich dann auch mal loswerden, da hätte ich viel Geld gegen gewettet, dass das so kommt. Der Schornsteinfeger ist mir schleierhaft, hat also meine ganze juristische innere Überzeugung, was ich mal so studiert habe, über den Haufen geworfen. Also für die, das nicht kennen, da waren, ich glaube noch nicht, dass das hält. Also es ist ein NPD-Mann, der war Schornsteinfeger. Und der ist den Leuten halt aufs Dach gestiegen, hat den Schornstein gefegt. Und dann hat man gesagt, der darf nicht weiter Schornstein fegen, weil es nicht angehen kann, dass so einer den anderen Leuten aufs Dach steigt und sozusagen, wenn er mit denen ins Gespräch kommt, seine Überzeugung aufoktroyiert. Das ist ein klassischer Fall eigentlich des Berufsverbots. Da kann er noch wieder mal als Schornsteinfeger arbeiten. Das ist völlig außerhalb dessen, was es in der Rechtsprechung gegeben hat. Und dann wollen wir mal sehen, wie das ausgeht. Und insofern sage ich nochmal, solange eine Partei nicht verboten ist, kann jemand eben Mitglied aus meiner Überzeugung sein. Ja, das ist da eben gekippt. Und dann gab es einen Punkt. Für Beamte gelten noch ein besonderes Treueverhältnis, ja, das würde ich zumindest anmerken wollen. Der Schornsteinfeger ist kein Beamter, der ist Berliner. Aber der Polizist. Aber zu dem Einsatz, da haben wir uns im Landtag gewaltig gestritten, sonst mögen wir uns ganz gerne. Ja, geht auch bei Schwarz-Grün, wie man sieht. Aber es gab einen Punkt. Ich habe gesagt, das war Mecklenburg-Vorpommern, wenn jemand kandidiert für ein Spitzenamt als Bürgermeister und der steht vorher offensichtlich außerhalb der Verfassung, soll der nicht dafür kandidieren. Ja, dann, weil der wird ja dann Beamter auf Zeit. Da hat mich Herr Striegel im Landtag ganz schön für gegrillt. Ja, kam dann mit einem radikalen Erlass, der es eigentlich nicht war. Aber es war schön in den 70er Jahren zu verorten. Also da habe ich auch die politische Debatte hinter mir.
Okay, wir haben die nächste Wortmeldung hier hinten. Ja, mein Name ist Tilman Steffen, ich bin Journalist. Ich habe eine Frage an Herrn Stahlknecht. Es war ja jetzt viel die Rede von der Rolle der NPD in Heidenau und auch in Mecklenburg-Vorpommern, was ja in diesem Gutachten da von Dirk Bostel auch beleuchtet ist. Und ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum Sie glauben, dass die Verfassungsrichter der Parteispitze, NPD, der verantwortlichen Spitze dieser Partei, das Verhalten ihrer Anhänger zurechnen sollen. Warum diese Partei dafür verantwortlich sein soll, dass sich ein Mitglied da in Dresden vielleicht irgendwie randalierend verhält oder so. Das wäre das eine. Und das andere, also ich sehe das so ein bisschen durch die Brille der Verfassungsrichter mal, so testweise, dass Sie verstehen mich richtig. Das andere wäre, Sie haben ja jetzt als Bundesländer Folgendes gemacht, im Prinzip dem Gericht eine ganze Masse von Willenserklärungen vorgelegt, das eben testiert die Quellenfreiheit und dass eben das keine neuen V-Leute angeworben werden sollen und so weiter und das alles. Und auch ein paar Abschalterklärungen, glaube ich. Und jetzt ist ja die Frage, das ist ja kein Beleg, aus Sicht der Verfassungsrichter, denn es könnte ja sein, dass zwischen diesen Abschalterklärungen noch fünf andere irgendwo rumgelegen, V-Leute rumlungern, die nicht abgeschaltet sind. So jedenfalls, glaube ich, wird die Gegenseite das auseinanderpflücken, denn diese Anwerbevorgänge sind ja keinesfalls durchnummeriert, sodass man wirklich lückenlos nachweisen könnte, dass jetzt keiner mehr in der Führung spitzelt und Informationen liefert. Das wäre meine zweite Frage. Ja gut, der letzte Teil ist der erste auch natürlich, ist ein rein prozessualer. Wir tragen ja zunächst mal vor, dass wir alle abgeschaltet haben. So, dann muss die Gegenseite bestreiten. Dann ist die Frage, wie belegen wir das? Darüber haben Dr. Mayer und ich vorhin ja schon diskutiert. Aber am Ende wird es so sein, dass die NPD ja nicht mit einem Beweisantrag ins Blaue hinaus allgemein behaupten kann, die anderen haben jetzt irgendwie nachzuweisen oder im Wege von Amtswegen zu durchforsten, ob im Verfassungsschutz alles ordnungsgemäß abgestellt ist. Das wird am Ende eine Beweisfrage sein, nicht? Auch möglicherweise mit Restrisiken, die Sie schildern. Aber das, wie wollen Sie das sonst machen? Dann würden Sie ein Verfahren immer ad absurdum führen, in dem irgendeiner in dem Gericht behaupten würde, das, was vorgetragen ist, ist nicht ausreichend oder stimmt nicht. Das kann man unter gewissen prozessualen Voraussetzungen machen, aber man kann es nicht im Nebel machen. Es muss dann schon konkreten Beweisantrag, eine Tatsache geben und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das Risiko, was Sie schildern, prozessual die NPD nicht darstellen kann. Aber das würde Dr. Mayer vielleicht doch mit untersetzen können. Ich wüsste nicht, wie das gehen könnte. Und ich will aber der ersten Frage nicht ausweichen. Wir haben ja das NPD-Verbotsverfahren, ich habe nur ihm vorhin nicht widersprochen, in Sachsen-Anhalt uns auf den Weg gemacht, bevor es NSU gab. Dann kam NSU dazu. NSU ist nicht kausal, lässt sich auch nicht kausal dem zuordnen für ein Verbotsverfahren. Wir haben eine Reihe von Bewertungen gesammelt in den Bundesländern, die auch dem Gericht zur Verfügung gestellt, wo wir gesagt haben, die sind eben auch bereit, mittels Gewalt ihre politischen Ziele durchzusetzen. Und da müssen wir gucken, ob das, was wir vorgetragen haben, das wäre aber eine Frage dann der materiellrechtlichen Prüfung, ausreichend ist oder nicht. Es sei denn, das Gericht sagt vorher, es wäre so marginal, was Sie gesagt haben, dass Sie sich damit nicht näher beschäftigen. Davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus. Also ich meine, das geht vom Hundertsten ins Tausendste, die V-Leute-Geschichte, der ganze Verfassungsschutz-Sumpf, wenn ich das mal so sagen darf, das wird noch für einige Überraschungen gut sein. Aber nur ein Hinweis, der jetzige NPD-Anwalt ist nicht so wie Horst Mahler. Das ist ein Jurist, der ein paar kreative Anträge stellt. Unter anderem hat er ja beantragt, dass die Verfassungsschutzakten beschlagnahmt werden müssen, die NPD betrifft. Und dann wollen sie konkret ihre Beweisanträge stellen. Also das ist ein Problem. Wir werden dann noch einige Überraschungen erleben. Aber darf ich vielleicht auch noch eine Frage stellen, weil es ist, also an Sie, Herr Stahlknecht, Ende März, als die Nachforderungen kamen aus dem Verfassungsgericht, da stand in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, gerade in Bezug auf diese V-Leute und Geheimdienste-Problematik Folgendes: Die Alternative könnte sein, den Verbotsantrag zurückzuziehen. Das wäre die Notbremse, bevor das Verfahren womöglich abermals gegen die Wand fährt. Ein solcher Rückzieher käme immerhin aus eigenem Entschluss. Ist das für Sie eine Alternative? Nein.
Ist es nicht. Ich bin der Auffassung, dass das Gericht in eine materiellrechtliche Begründetheitsprüfung eintreten wird. Und dann würde ich auch mit Spannung einem Urteil entgegensehen. Weil ich persönlich, das wird ja natürlich in der medialen Darstellung, wenn Sie in der Politik an einem Verfahren beteiligt sind, wird eine Prozessniederlage immer als eine persönliche gewertet. Das gehört zum Geschäft. Da bin ich aber mehr Jurist. Also ich würde das für eine höchstrichterliche Entscheidung halten, die auch für die Zukunft klar machen würde, in welchen Möglichkeiten wir uns in dieser Gesellschaft befinden. Das wäre Rechtsgeschichte, die geschrieben werden würde. Das andere Urteil liegt da jetzt knapp 60 Jahre zurück. Also das sehe ich als Jurist und würde, egal wie das Urteil ausgeht, das ein Meilenstein in der Rechtsgeschichte sehen. Und daran hat sich dann auch politisches Handeln auszurichten. Wenn das Gericht zu dem Ergebnis käme, dass das abzuweisen ist, weil aus welchen Gründen auch immer, dann ist das etwas, das kann man für sein zukünftiges Handeln mit berücksichtigen. Nun, dann ist auch eins klar, da wird es niemals wieder, bin ich felsenfest von überzeugt, überhaupt die Idee eines Verbotsverfahrens in Deutschland geben. Da müssten schon signifikante, fast dramatische Veränderungen eintreten, damit dann noch einer mal auf die Idee käme. Also ich verstehe den Juristen Holger Stark nicht richtig, wenn er sagt, sozusagen wichtig wäre die materiellrechtliche Prüfung und tatsächlich am Ende entweder eine Entscheidung des Gerichts, die NPD ist nicht zu verbieten, der Antrag wird also entsprechend abgewiesen, oder aber sie ist zu verbieten, damit man tatsächlich eine materiell fundierte Entscheidung hat. Ich würde, selbst wenn der Antrag abgewiesen würde, im Übrigen nicht darauf wetten, dass es dann nicht andere Parteiverbote geben könnte. Weil wenn ich mir angucke, was zum Beispiel Herr Worch gerade zu den Durchsuchungen in Bayern sagt, bei der Partei Die Rechte, bei seinen Kreisverbänden und seinen Kadern dort, dann distanziert er sich anders als NPD-Kader eben nicht von Gewaltausübung, sondern versteht die, rechtfertigt die, sagt auch, es ist nicht ungewöhnlich, dass man in diesen zugespitzten gesellschaftlichen Situationen Materialien, Waffen zur Selbstverteidigung dabei haben muss. Das scheint mir jedenfalls in der Debattenlage eine andere zu sein, als wir sie derzeit mit der NPD erleben. Hier vorne ist die nächste Wortmeldung. Ja, mein Name ist Dirk Assel, ich komme aus Niedersachsen und arbeite da in einem Projektzusammenhang für Demokratie Courage zeigen. Ich habe zwei Fragen, eine an Herrn Stahlknecht und eine auch an Herrn Nöttke. Ich kann ja gut verstehen im Grunde, wenn irgendwie viele öffentliche Mittel an die NPD gehen und das irgendwie zu großem Nachdenken führt. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn es tatsächlich so ist, dass man mit allen Rohren und allen Versuchen, die NPD lahmzulegen, agieren würde, dann wäre das NPD-Verbot sozusagen auch ein Mittel in diesem Aspekt. Und da fehlt mir so ein bisschen oft irgendwie nach dem Aufstand der Anständigen, der ja bestimmterweise stattgefunden hat, auch der Anstand der Zuständigen. Also dass in vielen Bereichen tatsächlich, wie es Herr Nöttke auch dargestellt hat, ja doch immer noch oft diese Gleichsetzung von denjenigen, die für eine Asylgesetzgebung eintreten und denjenigen, die rechtsextrem auftreten, dass da irgendwie bei den Zuständigen vielleicht mal auch eine Verhaltensänderung erfolgen muss. In Niedersachsen gab es ja nach dem NSU-Prozess durchaus die Entwicklung im Verfassungsschutz, dass man sich von dem Extremistenbeschluss verabschiedet hat und gesagt hat, irgendwie, wir wollen der Extremismus-These nicht mehr anhängen, sondern konkreter darauf eingehen, was passiert eigentlich da. Und mich würde interessieren, was in Ihrem Verantwortungsbereich die Polizeiführung zum NPD-Verbot denkt, ob sie denkt, dass das ein Mittel wäre. Das würde mich mal interessieren. Das ist jetzt keine juristische Frage, sondern eine politische Einschätzung. Und im Grunde auch im Verfassungsschutz. Teilen die den Weg mit dem NPD-Verbotsverfahren zu einer wirklichen Veränderung zu kommen? Das würde mich mal interessieren, so als politische Einschätzung. Und von Herrn Nöttke würde ich gerne wissen, gibt es denn, oder welche Argumente im Kulturbüro Sachsen sind denn dafür, dass das NPD-Verbot umgesetzt wird? Wenn es Stimmen gibt, die dafür sind, würde mich mal die Argumente interessieren, die dafür sprechen. Also hinsichtlich des Verfassungsschutzes ist es so, dass der überwiegende Teil der Mitarbeiter natürlich nicht jeden befragt, aber mit denen ich zu tun habe, da reden wir jetzt nicht nur über die Leitung, ein solches Verfahren befürwortet.
Bei der Polizei kann ich Ihnen keine valide Auskunft geben, weil wir das nicht abgefragt haben. Nicht? Also ich gehe mal davon aus, dass wenn Sie, also wir haben das nicht diskutiert mit denen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht? Also kann ich Ihnen nicht beantworten. Und bei mehreren tausend Polizeibeamtinnen und Beamten, da könnte man höchstens die Polizeiführung abfragen, das haben wir aber nicht gemacht. Ja. Aber vielleicht können Sie trotzdem noch was sagen zu dem Aspekt, der vorangestellt war. Wo ist denn der Anstand der Zuständigen? Das heißt, was passiert auch in der sachsen-anhaltischen Polizei, was passiert in Sachsen-Anhalt sozusagen im Kampf, in Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, mit der NPD jenseits des Verbotes? Also wird das, was rechtlich möglich ist, auch unterhalb eines Parteiverbotes in der Auseinandersetzung mit Neonazis, mit Rassisten eigentlich schon wahrgenommen, schon ausreichend wahrgenommen? Also bei der Polizei, Verfassungsschutz komme ich gleich, ja, wir schulen, wir haben auch einen Studienauftrag gegeben von Professor Enke, wo wir auch genau untersucht haben, wo Defizite liegen, auch im Umgang, dort wird nachgeschult und die Polizei geht sehr konsequent gegen Rechtsextreme vor, im Übrigen auch gegen andere Extreme, da machen wir keinen großen Unterschied. Und beim Verfassungsschutz, der war bei uns ein bisschen anders organisiert als bei den Niedersachsen. Sie hatten mal einen ziemlich strammen Innenminister. Den kannte ich auch gut. Also wir waren dann, ich bin nicht ganz so stramm und haben das ein bisschen anders gemacht. Und wir haben auch, bevor das überhaupt in Berlin diskutiert wurde, eine Reform des Verfassungsschutzes gemacht. Wir arbeiten sehr transparent und haben auch gewisse Dinge verändert. Und diese Extremismusklausel, wir haben auch keine Journalisten beobachten lassen, das gab es ja auch in Niedersachsen, dass eine Journalistin beobachtet wurde, solche Dinge haben wir nicht gemacht. Ja, vielen Dank auch nochmal für Ihren Wortbeitrag, weil gerade der erste Teil, den finde ich unheimlich wichtig. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Fachgespräch, was heute stattfand, mir auch nochmal sämtliche Polizeiberichte und die Sachen aus dem Innenministerium, die sächsischen, durchgelesen zu Heidenau-Freital, was die da so sagen. Und es ist immer die Rede von Pro-Asyl-Demonstranten und Kontra-Asyl-Demonstranten. So werden die Gruppen betitelt, die da vor Ort sind. Und das ist praktisch eine Gleichsetzung, die da stattfindet. Die Polizei steht auch in den Einsätzen mit dem Gesicht zu den sogenannten Pro-Asyl-Demonstranten. Und ich denke, da muss ganz deutlich was passieren bei den Sicherheitskräften, bei den Einsatzkräften, denn die dort als Pro-Asyl-Demonstranten bezeichnet werden, das sind die Demokraten. Das sind diejenigen, die die Demokratie verteidigen. Das sind diejenigen, die die demokratischen Rechte verteidigen. Und dass dort nur hauptsächlich junge Menschen mit schwarzen Kapuzenpullovern stehen, das ist ein Armutszeugnis für unsere Demokratie, weil die anderen fehlen. Und die müssen da eigentlich auch stehen auf der Seite. Und das sind keine einfach nur Pro-Asyl-Demonstranten, die irgendjemandem gegenüberstehen, sondern das sind die, die die Demokratie verteidigen. Diejenigen, die für ein NPD-Verbot eintreten von unseren Beratungsnehmerinnen und Beratungsnehmern, die machen das oft deswegen, weil die NPD ja durch die Parteienfinanzierung unheimlich viel Geld kriegt. Das ist ein Argument, dem ich auch durchaus zustimmen muss. Also dieser NPD-Parteiapparat würde natürlich ohne diese Parteienfinanzierung brach liegen. Also der liegt jetzt, ist erodiert in Sachsen schon sehr stark. Wichtige Kader sind ja ausgestiegen. Also ausgestiegen im Sinne sind nicht mehr in der NPD-Spitze. Vielleicht hat das ja auch mit dem Rückzug der V-Leute zu tun. Also die wichtigen Kader, die die NPD in Sachsen in den letzten Jahren getragen haben, sind überraschenderweise in den letzten 2 Jahren wirklich sämtlichst weggegangen. Außerdem die NPD, also die Befürworter eines NPD-Verbots, denen ist es außerdem noch wichtig, dass auch auf der kommunalen Ebene, in den Landkreisen und in den Kommunalparlamenten, ist es ja so, dass die NPD als Fraktion bestimmte Rechte hat. Also sie kann Anfragen stellen, sie kann in bestimmte Unterlagen schauen, also bestimmte Verwaltungsunterlagen, kann dort Vorgänge sich anschauen. Das sind natürlich alles Sachen, wo berechtigterweise Menschen auch Angst haben müssen, die sich gegen Neonazis engagieren oder beziehungsweise Neonazis sammeln da Informationen. Und natürlich die Infrastruktur, die da zur Verfügung steht, aber das können wir bei jeder Organisation aufmachen. Das ist natürlich so, man würde die mit, also erstmal für einen gewissen Zeitraum würde man da eine bestimmte Infrastruktur zerschlagen und für einen gewissen Zeitraum bräuchten, zumindest in Sachsen, wo die NPD noch sehr stark ist, bräuchten die Neonazi-Strukturen eine ganze Weile, 1-2 Jahre, bis sie sich wieder organisiert haben. Und das würde erstmal dabei helfen, mal kurz Luft zu holen in der Auseinandersetzung.
Herzlichen Dank. Ich habe jetzt hier hinten eine letzte Wortmeldung von Till Steffen. Wenn es jetzt nicht noch ganz überraschende weitere gibt, die würde ich dann noch aufnehmen und dann nochmal hier ins Podium geben. Bitte schön. Herr Steiglicht, mich würde nochmal interessieren, welche Bedeutung denn oder welche Folgen die Abschaltung der V-Leute für die Beobachtung der NPD hat. Ich weiß, dass es Verfassungsschützer gibt, denen das wirklich sehr, sehr schnell ging mit der Abschaltung damals 2012, und die sich geärgert haben, dass sie da Quellen verlieren. Und es muss ja irgendwie auch einen Grund gegeben haben, warum man die Partei in Vergangenheit beobachtet hat. Denn wenn man jetzt die V-Leute so schnell abschalten kann und auf eine völlige Beobachtung verzichten kann, stellt sich auch die Frage, das wäre das Zweite, warum musste man sie dann in Vergangenheit beobachten? Im Moment ist es ja so, dass sie wirklich nur noch Zeitungsausschnitte über die NPD sammeln dürfen. Das gesamte Social Web ist verboten. Dort, wo ja wirklich die interessanten Informationen zur Beobachtung zu finden wären, das darf nicht ausgewertet werden, nach meiner Kenntnis. Also was bedeutet das für die Arbeit der Verfassungsschützer und für die Beobachtung dieser Partei? Also Quellenfreiheit heißt ja nur, dass die in dem Bereich herauszunehmen waren, der Leitungsbereich war. Das heißt ja nicht, dass sie die NPD komplett freiziehen müssten von V-Leuten, also oder von Informationsquellen. Ja? Sondern das Entscheidende war, an den Stellen abzuschalten, wo die auf Vorstandsebene beispielsweise oder als Kreisvorsitzender agiert haben, also wo eine politische Steuerungsfunktion vorlag. Also insofern ist es nicht nur so, dass man nur Zeitungsartikel sammelt, sondern durchaus auch noch Kontakte zu Netzwerken bestehen. Nur kurz, da war aber noch eine Frage, warum überhaupt diese Partei beobachtet wurde. Und da möchte ich, darf ich das vielleicht mal sagen, ich würde sagen aus schlechter Gewohnheit. Man hat sie schon immer beobachtet, ungefähr seit Ende der 60er Jahre. Weitere kurze These, es ist nie was Substanzielles dabei herausgekommen, weil, also wie gesagt, ich lese seit Mitte der 70er Jahre Verfassungsschutzberichte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendetwas Interessantes, Originelles über diese Partei jemals berichtet wurde. Der Verfassungsschutz hat uns nichts über diese Partei gesagt, was wir nicht schon wussten. Ja, da würde ich jetzt, gut, jetzt fangen wir an, aber an einer Stelle widersprechen. Das gilt nicht nur für die NPD, auch für andere Bereiche. Wenn wir bei. Ja, das, ich glaube, jetzt, das ist ein Teil unter anderem grüner Kritik am Verfassungsschutz. Ja. Ja, das ist so, wenn Sie sich in so einem Kreis einen CDU-Innenminister einladen, dann kann es aber lustig werden. Das gehört einfach, das ist ja auch gut so. Ja, aber bei allem Humor, den wir hier heute Abend haben, will ich auf eins hinweisen. Und nochmal den Satz, den Sie zur Heiterkeit genommen haben, weil er etwas unpräzise und unscharf natürlich formuliert war, aber ich wiederhole dann jetzt nochmal, es ist noch 21 Uhr, also wir beobachten auch in anderen Bereichen, ja, und das führt eben auch dazu, dass wir an einem Freitag, wenn wir eine Lagebesprechung machen und Großdemonstrationen haben, genau wissen, mit welchen Leuten wir wann zu rechnen haben. Und ich bin schon ganz dankbar, ja, Sie müssen, also es ist ja gerade die Frage gestellt worden, wie geht man mit solchen Demonstrationen um, nicht? Wie stellen wir uns kräftemäßig auf? Also ich weiß, dass Sie dem Verfassungsschutz sehr kritisch gegenüberstehen. Ich sehe das anders. Ich bin der Auffassung, wir brauchen einen starken Verfassungsschutz, einen rechtsstaatlichen Verfassungsschutz. Und dass da in der Vergangenheit Fehler passiert sind, da bin ich mit Ihnen ja einer Meinung. Okay, also es gibt noch eine weitere abschließende Frage von da hinten. Einfach eine Nachfrage. Nur Sie haben ja selbst gesagt, dass die Beobachtung, also die relevanten, entscheidungsrelevanten Kreise der NPD jetzt nicht mehr beobachtet werden. Aber genau die sind das doch, die man beobachten müsste, um Informationen über diese Partei und ihren Kurs und ihre Betätigung zu bekommen. Und die wurden ja nur abgeschaltet. Deshalb nochmal die Frage, was bedeutet das jetzt für die Geheimdienstarbeit, dass diese relevanten Kreise jetzt nicht mehr beobachtet werden können? Ja, dass wir das, was die NPD im Augenblick tut und vorhat, immer noch wissen. Und jetzt können Sie sich die gute Frage stellen, und die ist ja hier vernünftigerweise gar nicht mal so falsch beantwortet worden, warum man so viele V-Leute in der NPD eingeschleust hat. Die Frage ist ja berechtigt. Ja. Die Sekretärin und der Hausmeister, nicht mehr der Landesvorstand. Ja, beispielsweise. Ja, aber die kriegen ja auch Dinge mit. Und die Frage ist, nochmal, darüber kann man diskutieren, ob mit der Intensität, wie das bei der NPD gemacht worden ist, hätten V-Leute in dieser Partei eingeschleust werden müssen. Darüber kann man kräftig streiten. Und ich würde mal die Vermutung
bestätigen, dass das in dem Umfang nicht erforderlich gewesen war. Ja? Und es gab auch, gibt auch gewisse andere Beobachtungen, die wir uns zugemutet haben, die auch nicht unbedingt erforderlich gewesen wären. Aber das ist ein eigenes Themenkomplex. Nicht? Und Sie können auch davon ausgehen, dann, wenn wir über Verfassungsschutz kritisieren, dass zum Beispiel in den neuen Bundesländern sehr viele in den Verfassungsschutz gewechselt sind, die aus dem Westen kamen. Man konnte ja schlechterdings die nehmen, die hier gearbeitet haben. Das war ja nun auch klar. Ja, das wäre vielleicht Ironie des Schicksals gewesen, wenn man das gemacht hätte. Aber die aus dem Westen kamen, waren durch den Kalten Krieg geprägt. Und die haben bis heute bei den länger Gedienten diese Attitüden auch noch beibehalten. Das muss man einfach mal so sagen. Und das, die Geschichte geht weiter. Und die sind in der Geschichte auch stehen geblieben. Da sind einfach Fehler passiert. Der NSU ist eine andere Sache. Ja, das, da hat auch, kann ich nur für mein Bundesland sagen, da zeichnen wir uns auch frei von. Ja, ich übernehme nicht eine Verantwortung oder lasse meinen Leuten nicht eine Verantwortung übernehmen, die sie nicht zu tragen haben. Da ist auch die Diskussion nie weit genug geführt worden, warum in Thüringen die Justiz komplett versagt hat. Darüber hat kaum einer diskutiert. Das ist auch eine berechtigte Frage. Gut, zum Verfassungsschutz könnten wir dann die nächste Veranstaltung hier bei der Böll-Stiftung machen. Jetzt wollen wir das Thema NPD-Verbot nicht abschließen. Das wird das Bundesverfassungsgericht tun in die eine oder die andere Richtung. Oder der Bundesrat sagt als Antragsteller vorher, wir haben uns das doch nochmal anders überlegt, diese Möglichkeit gäbe es auch. Aber eine der drei Varianten wird es am Ende geben. Ich will zum Abschluss Ihnen danken, die Sie hier waren. Ich will den Diskutanten hier oben danken, will sie aber mit einer letzten Frage jeweils in den Feierabend, den Wohlverdienten dann auch verabschieden und will in der Situation, in der wir uns gerade in der Bundesrepublik Deutschland und auch in Europa insgesamt befinden, wo Demokratie, wo demokratische, wo rechtsstaatliche Gesellschaften herausgefordert sind, weniger durch die Flüchtlinge, die kommen. Und mein Eindruck ist, dass wir das in der Tat schaffen können, dass es eine machbare, eine lösbare Aufgabe ist, aber wo demokratische Prozesse hinterfragt werden, wo Rufe lauter werden nach stärkeren Autoritäten, wo Rufe lauter werden nach Grenzschließungen, wo Rufe laut werden, auch Grundrechte abzuschaffen, einzuschränken. Wie in einer solchen Situation eine Debatte, die stattfindet im Rahmen auch noch einer rassistischen Mobilmachung, um ein NPD-Verbot wirkt. Und ich möchte von allen Beteiligten hier oben gerne nochmal abschließend wissen, was ist schädlicher für die Demokratie, die Existenz der NPD zu ertragen, sich mit ihrem Gedankengut auseinandersetzen zu müssen oder sie zu verbieten mit all den Effekten, die das hat, auch auf das demokratische Zusammenleben. Und wir starten diesmal mit Michael Natke und arbeiten uns zurück. Also meine Haltung zur NPD ergibt sich nicht aus irgendwelchen juristischen Entscheidungen, sondern aus einer, denke ich, vorhandenen moralischen Urteilskompetenz. Und ich hoffe, dass wir die NPD politisch, zivilgesellschaftlich so marginalisieren können, dass sie eine kleine, unbedeutende Gruppe ist, die unsere Gesellschaft leider ertragen muss und der wir uns immer wieder entgegenstellen können. Ich denke, ein Verbot schadet der Demokratie mehr, als es ihr nützt. Ich würde davon ausgehen, dass das Verbot ein Signal wäre, auch an andere Parteien und dementsprechend auch ihr Verhalten ausrichten würden. Immer in dem Wissen, dass Verbote nicht das Denken in den Köpfen ändert. Das ist unsere Aufgabe als Demokraten, dass so ein Gedankengut auch durch Überzeugungsarbeit, das wird nie ganz hundertprozentig gelingen, aber durch Überzeugungsarbeit uns nicht schadet. Also bei dieser Partei wünsche ich mir die Fortexistenz, das ist die sozusagen die angemessene Art und Weise, mit diesen Leuten umzugehen. Warum sollten wir wegen dieser Sektierer unsere demokratischen Prinzipien über Bord werfen? Ich sehe diesen Zeitpunkt bei dieser Partei noch nicht gekommen und ein Wunsch zum Schluss, wenn ich das darf, ich wünsche mir eine Streitkultur, die nicht eine Pfeife am Kamin sich ansteckt, sondern ein bisschen robuster ist. Eine Streitkultur, die diesen Namen verdient. Jetzt hoffe ich, dass der Innenminister nicht rausgeht und sagt, hier ist was gegen Pfeifenraucher gesagt worden. Aber ich danke Ihnen allen dreien hier vorne für die engagierte Debatte. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen und wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Nachhauseweg. Herzlichen Dank. Danke.